Ich weiß nicht. Ich rede mit dem mysteriösen Mann beim Magielabor. Du hast folgende Story gelernt. Tiefs Geschenk. Eine Mission von Gwyn. Ja, Ende. Skilltraining. Das ist alles, was ich schon kenne. Ich erwarte. Ich muss doch zum Magielabor. Egal. Plot. Ach so, ich soll erst mit Tief sprechen. Oh, sie sieht anders aus. Ich hätte schon was gesagt, die haben sich echt um andere Models, also Modelle für die Spielcharaktere bemüht, aber es ist ja eher einfach nur ein Bild. Ah. Es ist mir einfach zu viel zu lesen, dafür, dass die Story nicht vorankommt irgendwie. Weil das scheint alles noch so eine Art Tutorial zu sein. Geh hier hin, geh dahin, öffne Postfach. Ist nichts drin, verlasse das Gebäude. Lass dich hier nie wieder blicken. So. Schauen wir uns mal die Skills an. Geh zum Magielabor. Der mysteriöse Mann wird sich dafür bedanken. Ich als Schokozwerg. Da, mysteriöser Mann, ich will auf den mysteriösen Mann klicken. Ja, abgeliefert, bla 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 bla. Ein Tee. Ich finde diesen mysteriösen Mann nicht so mysteriös wie dieses Schwert. Es schwebt einfach in der Luft. Du hast folgenden Skill gelernt. Meditation. Kannst du abheben? Hat jetzt gar nicht so gewirkt, aber juhu, ich kann das AP also ansammeln. So, mysteriöser Mann, hallo. Dass du absichtlich ignoriert wirst. Nee. Weil er dich ignoriert, du blöde Sau. Story. Kristalle aus der Ruine, nehmen wir das mal. Vielleicht hätte ich das lesen sollen. Naja, egal. Kampfmagie. 3 Kristalle. Alles klar. Handel. Hast du Angriffsboost-Trank? 400 für eine Minute? Ja, nicht so unglaublich. Rüstung craften. Du kannst derzeit noch nicht craften. So, dann verlasse ich deinen schnöden, öden Laden halt wieder, wenn ich nichts craften darf. Päh. Bin ich jetzt auch eingeschnappt. Und für den mysteriösen Mann muss ich mit der widerlichsten Person in der Stadt reden. Was ich jetzt gerade gemacht habe. Nein. Story gibt's nicht mehr, also Ende. Tschüss. Geh rüber zum Söldner Außenposten. So. Rede mit der widerlichsten Person in der Stadt. Muss ich jetzt mit mir selber reden? Ich meine, ich bin ein Schokoladenmensch. Ein Schokoladenmann. Ist das nicht schon abartig genug? Brauchst du etwas? Story. Ja, gib mir Quests. Die geht auch gar nicht freizügig rum. Okay, das Wetter ist vielleicht ganz gut und hier in der Schmiede ist das wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. Ja, gib es mir. Geben. Ach so. Gut. Hey. Hier, danke. Da, da, da. Sehr schön. Story. Ja, ich hab gehört, bla. Krieg ich jetzt direkt noch was? Nee, leider nicht. Wow, du hast den Titel gepeitscht von... Spielzeug von... Ah, ja. Gut, also, nein. Dieses Spiel ist nicht jugendfrei. Reparatur, was sollte ich denn reparieren? Überhaupt nichts. Rote Wut, Level 8 oder höher. Handel. Wir haben eh zu viel Geld, wir haben viel zu viel Geld. Komm, gib mir die Waffen. Wieso? Ach so, okay, geht jetzt doch. Alles klar, verschwinden wir aus diesem unreinen Ort. So, wer bist du? Du bist Kasee.
Level 22 und Pfeile im Kopf. Schön, was man hier für Leute antrifft. Wunderschön. Ja, bla bla bla, alles klar mit euch. Nein, natürlich nicht. Das gibt wieder Stress. Dafür geben wir die Erfahrungspunkte und Quests. Ja. Veteranenhose. Wie doof ist das denn, dass die einem nur alles nach und nach geben? Das finde ich sehr unmenschlich. Muss ich mal so sagen. Schurkelzwerg ist Stufe 8. Darf ich jetzt endlich die Hose anziehen? Danke, geht doch. So, den Ring der Wut. Rote Wut kann ich jetzt auch anziehen. Der bufft mich zusätzlich. Marek, was hast du vor? Nix. Kann ich mit dir reden? Noch Fragen? Story. Premium Rekruten Set, ja. Ihr werdet begeistert sein. Wer? Keine Ahnung. Ich schaue ins Questlog. Hast du noch was? Geben. Der Mysterie. Ach, du bist die widerlichste Person auf Erden. Ekelhaft. Muss einfach mal gesagt werden. Veteranenausrüstung. Ja, Story, Veteranenausrüstung. Gib mir einfach die ganze Ausrüstung als Set, du Pappnase. Ich meine, es kann doch nicht sein, also wenn du bei der... Zum Beispiel, wenn wir heute beim Militär sind, ne? Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. 1000 Nadeln, schnappen wir es uns einfach mal. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man in der Armee erst sein Oberteil bekommt, dann seine Kappe, dann seine Schuhe, dann seine Hose. Ich verstehe es nicht. Gewinnsauftrag. Hey. Famoses. Ach so. Gut. Dann lade ich das halt nochmal im Schnelldurchgang. Den haben wir vorhin ja schon mal besiegt. Das heißt, das wird jetzt ein leichtes sein. Wir machen das unter 5 Minuten und wir hauen dem Gegner ordentlich eins auf die Nase. Nein, niemand will dahin. Nein, hör auf zu winken. Schokolade macht nicht glücklich. Das ist alles nur eine Werbephase. Hihi, laden. Bitte laden. Bitte warten. Ich will mich bewegen. Yeah, ich hab eine Rüstung. Schön, ja, ist schön, ist gut, ist schön, ist gut. So, jetzt müssen wir auch einfach hier wieder durch. Items gibt's nicht. Liebe Leute von heute, das ist einfach nur die reinste Schnetzelparty hier bei Vindictus. Ja, Schnetzel, Schnetzel. Bam, bam, bam. Und irgendwie überhaupt keine Herausforderung, weil man von den normalen Mobs überhaupt nicht richtig angegriffen wird. Ich kriege nur von den Bossgegnern Schaden, wenn überhaupt. Zap, 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 zap. Finish. So. Wovon hängt es ab? Welche Items man bekommt? Und wann? Eine weitere sehr interessante Frage. Schnitzelparty time, power. Whatever. Und neues Gebiet. Ganz unverhofft kommt es oft. Eine Kombo von 54 Hits. Ach je. So.
Leider ändern sich die Gebiete anscheinend auch überhaupt nicht. Das ist leider auch wieder so ein bisschen enttäuschend. Leider. So, hier kommen jetzt auch wieder Spinnies. Oh. Sie werden alle gleichzeitig gespawnt. So. Spinnies sind tot. Da gibt es nichts Besonderes mehr. So. Dann muss ich mich noch um euch kümmern. So. Gotcha. You are dead. Not big surprise. Kaputt. So. Unser Buff hält immer noch. Knapp etwas weniger als eine halbe Stunde. Ja, Finish Quantum. Wunderschön. Was bist du denn schon wieder? Es gibt schon zwei von euch. Wer seid ihr? Wie gesagt, ich würde gern wissen und sehen, was ihr seid. Aber das geht ja leider nicht. Fabulous. Ich würde es gern wissen, ehrlich. So. Schattenzahn. Und ich wurde schon wieder gehittet. Verdammt. Ich bin überhaupt nicht stärker geworden als zuvor. Das ist ja... Die Gegner passen sich überhaupt nicht an. Das ist ein bisschen schade. Bam. So sieht's doch schon schön episch aus. Du hast die Mission erfüllt. Ja, alles muss in Slow Motion geschehen. Genau, eine Nagelkeule. Nagelkeule. Knollleder. Knollleder. Und noch ein Knollleder. Ich würde sogar behaupten, wir waren diesmal noch schneller als beim letzten Mal. Blöpp. Dass es immer erst dauert, bis hier dann irgendetwas passiert. Und haben wir uns verbessert. SSS und SS macht zusammen nur SS. Schade. Weil ich mich wieder hab treffen lassen. Was fehlt mir? Ach so, diese Schattenzahns Helm. Wo ist denn der Helm? Wie kriege ich denn den Helm? Helm! Eigentlich, logischerweise, müsste ich den hier nur zerschnetzeln. Hä, hey, was war denn? 8 Gold. Es liegt nicht ernsthaft da drin, sodass ich da nicht dran komme. Ah, doch. Man kommt schon dran. Sehr interessant. Aber sonst ist hier nichts mehr. Schade eigentlich. Naja, haben wir jetzt nochmal 5 Minuten oder so für diese Aufgabe verstreichen lassen. Ich würde gerne mal Meditation lernen. Nötigstes Level 2. Gut. Kümmern wir uns um die nächsten schlimmen, düsteren Herausforderungen.
Wind durch die Ruinen. Innerhalb von 20 Minuten, ja, das wird wohl. Schwur, Gruppenname gefecht. Alle treffen.